the weapon. Wieder einmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es endlich mal wieder ein Gun Review. Und zwar haben wir heute das ganz Besonderes hier. Das ist nämlich meine erste Pistole. Und aus einem guten Grund habe ich diese Pistole als meine erste Pistole gewählt, weil es so ziemlich die optimale Pistole ist und einfach ein Arbeitstier. Und eine Waffe einer der besten deutschen Waffenhersteller überhaupt. Walther. Ich stelle euch heute vor, die Walther PPQ M2 Q4 Tac Combo. Die Walther PPQ M2 Q4 Tac Combo, ich nenne sie jetzt in Zukunft hier einfach nur Q4, damit ihr Bescheid wisst, weil der Name einfach ein bisschen zu lang ist. Diese Waffe gehört zu der Familie der PPQ Reihe. Ich habe bereits auf meinem Channel die PPQ Q5 vorgestellt. Und zwar war das die Match. Und die war natürlich mit einem Langlauf versehen, gerade eben fürs Match-Shooting. Und die Steel Frame haben wir bereits auch schon auf meinem Channel gesehen. Das war dann quasi die Stahlausfertigung. Heute kommen wir zur kurzen und taktischen Variante davon. Ich habe mir diese Waffe ausgesucht, weil sie im Gegenzug zur Match-Pistole einige Vorzüge hat. Sie besteht aber ungefähr aus demselben Griffstück, farblich etwas anders, aber hat einen kürzeren Lauf. Und zusätzlich kommt diese Waffe mit einem Visier. Das ist schon mal ziemlich ungewöhnlich. Viele Waffen kommen immer ohne Visier. So, es tut mir leid, wenn ich das jetzt alles aus diesem Winkel hier filmen muss. Aber anders bekomme ich momentan den Koffer hier nicht rein ins Bild. Also werde ich euch jetzt die Waffe vorstellen mit all den Dingen, die dazukommen. Das hier ist die PPQ Q4. Die Walther PPQ M2 Q4 Tac Combo kommt im Kaliber 9x19 mm. Sie kommt zusammen mit einem Shield RMS Red Dot Sight. Die Besonderheit an dieser Waffe ist, dass diese Red Dot Sights so tief eingefräst sind, dass man nicht Kim und Korn verliert. Das heißt, man hat immer noch seine Iron Sights dazu, falls dieses Mal irgendwann ausfallen sollte. Der Rotpunkt liegt dann direkt auf den Iron Sights auf. Die Waffe kommt mit dem Griffstück in der Farbe Tungsten Grey. Das sieht zum Beispiel im Gegensatz zur normalen Q5 ziemlich schön aus, aber auch die Q5 kann man in diesem Griffstück dann bestellen. Standard mitgeliefert wird in diesem Waffenkoffer einmal ein 15-Schuss-Magazin und zwei 17-Schuss-Magazine. Mit dabei auch wieder hier das kleine Sicherungsfähnchen. Dann haben wir zum Umbau wieder mal drei verschiedene Griffrücken für große Hände, für kleine Hände, für mittlere Hände. Noch dazu ist jetzt bei mir hier ein bisschen Material zum Abbauen des Visiers, denn man kann auch hier das Visier trotzdem abschrauben, wenn man das möchte, und hat dafür so eine Abdeckplatte, damit das hier einfach ein bisschen schöner aussieht und dass das hier glatt wieder zu ist. Noch dazu kommt hier einfach mal so ein Laufschloss, warum auch nicht. Natürlich auch immer eine lustige Sache, falls man die Waffe mal absperren möchte. Auch dabei ist wieder ein Speedloader, wie so ziemlich bei allen Walther-Waffen. Sind da immer mitgeliefert. Zum Abzugsgewicht. Wir haben hier 2500 Gramm Abzugsgewicht. Und der Trigger Reset kommt super schnell und super leicht. Mitgeliefert haben wir hier standardmäßig diesen Polygonlauf. Und zwar hat er 117 mm oder 4.6 Inches. Und da drin ist eine Standard-Federführstange mit dem Gewicht von 13 Gramm. So, was haben wir noch mitgeliefert? Und zwar oben hier drin haben wir noch eine grüne Feder. Und zwar ist die speziell dafür da, dass wenn man mit diesem Gewindelauf einen Schalldämpfer aufbauen möchte, was man in Deutschland ja leider so nicht einfach kann,
Ja, aber auch für andere Länder hat man einen Schalldämpfer, den man hier vorne draufschrauben möchte. Brauchen wir natürlich Subsonic-Munition, damit auch diese Waffe wieder funktioniert. Und dafür haben wir diese grüne Feder, die ist speziell dafür gemacht. Dann haben wir noch oben mit dabei, hier sehen wir es, den Unterschied zu Q5 Tech Combo, sogar mit dem blauen Trigger hier, und zu Q4 Tech Combo. Kommen wir doch als nächstes zum Zerlegen der Waffe. Der große Vorteil hier bei der Q4 ist einfach, wenn man sich die Q4 kauft als Combo, kann man sich immer noch hier oben den Verschluss für die Q5 kaufen und einfach drauf schieben. Der geht auf beide Waffen drauf oder speziell auf diese Waffe und man kann sich dadurch eine Q5-Combo machen, wenn man natürlich sportlich schießen möchte. Ich habe mir zu meiner Q4 noch ein paar Sachen dazu bestellt und zwar, ich habe mir dazu nochmal 4 weitere Magazine dazu bestellt und habe mir überall mein Logo reinlasern lassen. Diese zwei, ich extra das hier machen lassen. Und habe mir dazu einen Wechsellauf bestellt und noch eine zweite Feder. Einen ganz normalen Wechsellauf ohne Gewinde. Und zwar ist das der 4 Inches und ich habe mir diese Wolfram-Feder dazu bestellt. Die hat 48 Newton und wiegt ein bisschen mehr. Die hat jetzt 65 Gramm. Die habe ich mir geholt, einfach wenn man ein bisschen schneller schießen möchte, möchte man natürlich, dass der Verschluss wieder schneller nach vorne wandert. Da kommt es natürlich auf 100 Sekunden an. Für das Zerlegen der Waffe und das Zusammensetzen der Waffe ist natürlich immer am wichtigsten, schauen, dass die Waffe entladen und gesichert ist. Ja, Sicherung haben wir hier, die Safe Action Trigger. Das heißt, wir haben hier oben keine Sicherung. Erstmal Magazin entnehmen, keins drin. Ich habe hier gesichert mit dem Fähnchen. Das heißt, die Waffe ist entladen. Warum habe ich mir einen zweiten Lauf bestellt dafür? Ganz einfach, schießen mit einem Gewinde macht natürlich nur Sinn, wenn ich einen Schalldämpfer habe, was ich aber nicht haben darf. Deswegen baue ich einfach diesen hier aus, hat den Hintergrund, dass wenn man schießt, löst sich ganz normal wie jedes andere Gewinde durch die Gase und die Bewegung irgendwann das Gewinde und das könnte mir hier kaputt gehen und irgendwann wegfliegen. Damit ich das vermeide, ja, weil ich es nicht festkleben möchte, sonst kann ich ja jedes Mal, wenn ich das Ding reinige, das aufknacken, ausbauen und wieder zukleben. Das ist mir zu lästig, also habe ich mir einfach den zweiten Lauf geholt. Der zweite Lauf ist in Deutschland immer zu erwerben als WWK-Besitzer. Einfach nachtragen und dann ist gut. Zum Zerlegen muss ich jetzt schauen, dass ich hier erstmal, wenn ich sie schon hinten gespannt hatte, entspanne. Das heißt, zack, raus. Und dann muss ich den Verschluss minimal nach hinten ziehen, damit ich hier unten den Verschluss lösen kann. Jetzt haben wir hier drin im Schlitten Federführstange einmal hier rausgemacht, vorne das Gewinde abgeschraubt, so einmal ab und dann können wir den auch einmal entnehmen. Damit könnte man quasi einmal hier durchreinigen, den Lauf durchziehen und dann kann man ihn wieder wechseln. Jetzt kommt natürlich auch hier an das Innenleben des Gehäuses ran. Hier sieht man die ganzen beweglichen Teile. Das sind auch quasi die beweglichen Teile, die man dann einölen sollte. Und vielleicht auch hier im Schlitten all das, wo quasi Bewegung stattfindet. Niemals aber hier drin, sonst kann sich das Öl beim Schuss ausbreiten und es zerreißt euch einfach den Verschluss. Wie man jetzt sehen kann, hier leuchtet auch das kleine rote Lämpchen. Dieses Visier ist immer an, soll aber bis zu 5 Jahre lang halten. Ich bin mal gespannt, wie lange es wirklich hält. Und dann muss man halt eben einmal Batterie wechseln. Jetzt zum Zusammensetzen. Das gleiche wie beim Auseinandernehmen auch. Lauf rein. Jetzt nehme ich hier einmal die andere Feder. Die geht ein bisschen schwerer rein. So, geht aber immer noch relativ leicht. Und jetzt schieben wir einfach von vorne bis ganz nach hinten den Verschluss. Jetzt seht ihr schon mal, die Waffe sieht um einiges kürzer aus und kompakter. Die Waffe liegt einfach wunderschön in der Hand. Auch hier hat sie im Griffstück so ein bisschen Einkerbungen. Das fühlt sich einfach natürlicher an, wie wenn es dort an die Hand hingehört.
Diese Waffe kommt außerdem hier vorne mit einer kleinen Picatinny-Schiene. Das heißt, für Länder wie Österreich oder Schweiz oder wahrscheinlich auch Tschechien und sonstige Länder in den EU, außer Deutschland, kann man hier eine Lampe anbauen. Oder vielleicht auch einen Timer, wenn man sagt, man möchte hier auf Zeit schießen. Da gibt es mittlerweile diese ganzen kleinen Timer, die man über eine App laufen lässt. Oder einfach ein Gewicht, je nachdem, was man eben dran machen möchte. Die ersten 5 Schuss, Q4. 90 Euro. Das lohnt sich locker. Und für die PSD schlecht, da brauchst du welche mit wirklich wenig Rückstoß, wo aber genug Energie haben, dass die Teilscheibe umfallen. Und du musst auch im Mindestimpuls einhalten. Und da ist absolut irgendwann treffen, der selber. Bitte überladene Fabrikmunition, da gibt es. Ja, die ist dermaßen brutal überladene Fabrikmunition. Nimmst gerne die Daten. Hast du Bock? Ja, du bei Jäger? Ja, bin ich. Das eine ist ein USP, ja. Und das andere ist ein Q5 Steel Frame. Kannst du ruhiger. Oder wenn der will, schlägt er Bahn aus. Auch kein Problem. Das wird man. Ja. Das war es also heute zur Q4 von Walter aus der PPQ-Reihe. Das ist eine wunderschöne Pistole. Ich habe sie jetzt 250 Schuss lang ohne Ölen und ohne Reinigen benutzt. Ich habe auch schon Videos gesehen von Härtetests mit über 6 Jahren regelmäßigen Schießen bis zur ersten Störung. Wer meint, dass nur eine Glock zuverlässig ist, der sollte definitiv seinen Horizont erweitern. Denn gerade die Q4 von Walter gilt als das Arbeitstier schlechthin. Aus diesem Grund habe ich mir die Walter Q4 geholt. Und ich werde euch ganz viele Videos noch damit machen und euch zeigen über die Jahre hinweg, wie sich diese Waffe verhält und wie glücklich sie mich macht. Bis zum nächsten Mal bei Tactical Gunny Beard. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Gunny out. And the weapons.